Ja, liebe Leute, herzlich willkommen beim neuen Tutorial. Hier möchte ich zeigen, wie man einen Musterstein generiert. Ihr werdet schon erkennen, um was für einen Stein es geht, während ich das hier vorführe. Ich habe mir hier ein kleines Blatt hingelegt mit ein paar Werten, die ich brauche, die ich dann gleich eintrage. Ich habe das auch schon mal gemacht, muss natürlich erstmal vorher ausprobieren. Das Ganze soll wieder parametrisch sein, sodass man dann verschiedene Arten dieser Spielsteine oder Mustersteine generieren kann. Okay, fangen wir an. Ich mache eine neue Datei. Standardmäßig ist bei mir Part-Design, das ist auch richtig so, aber erstmal gehe ich in den Punkt Spreadsheet und erzeuge zwei Tabellenblätter. Nummer 1, das bekommt den Namen AAA. Der Name ist deshalb, weil den kann man schnell tippen, weil den muss man hinterher dann immer tippen. Und ich mache noch ein zweites, das werde ich wahrscheinlich gar nicht brauchen, aber ich erkläre, warum ich mit zwei Tabellenblättern hier arbeite. So, da haben wir die beiden Blätter und jetzt gehen wir wieder in den Part-Design-Modus. Part-Design. So, in den Tabellenblättern können wir erst schon mal ein paar Parameter erzeugen. Hier vorne schreibe ich die Beschreibung hin und da das oder den Namen, damit ich den nicht vergesse. Das gibt aber immer Wechselwirkungen mit den Parametern, wenn ich die hinterher definiere. Deswegen schreibe ich hier zum Beispiel hin x und da kommt jetzt erstmal. Heißt das Ding ein Raster XY. Das ist die Rasterung der Steine. Das Raster ist 8 mm. Und das können wir jetzt hier direkt über ein Alias definieren. Das ist Raster XY. Dann haben wir die, wie groß, wie oft soll das wiederholt werden. Dann haben wir hier, wie nennen wir das? Raster XY, Anzahl X, da fangen wir mal an mit 2 und das nennen wir dann auch im Alias AX und da haben wir AY auch 2 und das ist AY. So, jetzt haben diese Steine, damit haben wir die Steine schon mal definiert, wie groß die sind in der X- und Y-Richtung. Die haben aber noch eine Höhe. Dann nehmen wir mal H1 und nennen wir es Höhe. Aber ohne Umlaut. Geht es auch mit Umlaut. Ich mache es halt hier ohne. Das sind 9,7 mm. 9,7 6 mm sind das so. Eigenschaften. Und das Ding heißt Höhe. So, das definiert schon mal das Aussehen des Steines. Dann hat der Stein oben so runde Erhebung drauf. Die, da haben wir einen Durchmesser. Und zwar, der heißt D1. Und das machen wir dann auch hier. Der Durchmesser, der ist 4,8 mm und ist halt D1. Dann haben wir hier x, D2. Das brauchen wir hinterher. Das kommt, wenn wir von unten dran gehen. Kann ich schon mal hier definieren. Das sind 6 mm. Das ist für das Innere der Steine später. So, dann haben diese Knubbel auch eine Höhe. Und das nennen wir mal ruhig H1. Ja, komm, H1. Das sind 1,7 mm. Eigenschaften alias H1. So, jetzt werden die diese Steine noch ausgehöhlt. Und zwar bleibt dann eine Materialdicke, das nennen wir Dicke, und das wird 1 mm, die Materialdicke,
Und das nennen wir dann auch hier die Dicke. So, die werden zu einer gewissen Tiefe ausgehöhlt, die Steine. Das heißt, dass den Parameter nehmen wir T1. Das sind 9 mm. T1. Und eigentlich muss man damit alle Parameter haben, die wir für die Konstruktion brauchen. So, das können wir jetzt erstmal speichern. Datei speichern unter. Aber hier FreeCAD. Und das kommt hier ins Verzeichnis. Und das nehmen wir mal Stein 1-001. So, dann geht's weiter. Wir sind im Part-Design-Modus, generieren einen Körper. Den Körper nennen wir einfach Stein. Und der kriegt erstmal eine Zeichnung. Die ist auf der XY-Ebene und das wird jetzt der Stein, den wir da vorhin generiert haben. Das heißt, ich ordne erstmal die Zeichnung an. Hier haben wir diese Spreadsheets. Die können wir uns jetzt hier schön rüberschieben. So viel braucht man da gar nicht. Dann haben wir mehr zum Zeichnen. Und das B brauchen wir eigentlich gar nicht, die BBB, aber stört auch nicht. Das will ich ja gleich noch zeigen, was man damit macht. So, dann können wir uns das hier jetzt wieder größer zeichnen und können hier anfangen. Okay, erstmal wird ein Rechteck generiert. Und wie so üblich, das Rechteck wird schön symmetrisch angeordnet. Und zwar darum und darum. So, das wird kein Quadrat, weil es kann ja länger und höher werden über die Parameter durch die Änderung dieser Anzahl hier. So, jetzt geht es darum, wir haben das Rechteck schon mal symmetrisch, das ist hier x-Länge dieses Rechtecks. Das wird jetzt ein Parameter und zwar aaa.raster. Das können wir einfach hier runter gehen. Raster mal aaa.ax. Und auch ax, ne? Ja. Und zeichnen das. Okay, das sind 16 mm und in dieser Richtung. Machen wir dasselbe. Maß. Das ist aaa.raster xy mal aaa.ay. So, jetzt zeichnen wir. Ne, machen wir nicht. Wir erzeugen erstmal den ersten Stein. Das heißt, wir schließen das Ganze und gehen in die Höhe. Das hier wird dann der Parameter aaa.höhe, die 9,6. Und okay, das ist der erste Stein. Wie gesagt, das ist ein Stein 2x2. Jetzt zeichnen wir hier oben drauf eine von diesen runden Erhebungen. Und das machen wir wieder über eine Zeichnung. Da muss ich auch nicht mit Datum Planes oder irgendwas zeichnen. Das klappt super gut. Da müssen wir später uns mit befassen mit Datum Planes, damit das Ganze vernünftig bleibt. So, wir zeichnen hier einen Kreis ein. Wir stellen das hier um auf Durchmesser. Und dann haben wir hier den Durchmesser. Der wird aaa.d1. Die 4,8 mm. Und jetzt müssen wir definieren, wo kommt er denn hin? Also, der kriegt erstmal hierzu einen Abstand. Und dieser Abstand, der wird. Und das ist jetzt wirklich ein bisschen Mathematik. Also, bei einem 1x1er Stein kommt dieser Erhebung auf 0, 0, x und y. Wo kommt er hin, wenn wir einen 2x2er Stein machen? Also er kommt hin. Erstmal ist das
Der wird abhängig von dem Rastermaß. Und das wird multipliziert. Und da kommt jetzt einfach hin AAA.ax minus 1 und dann geteilt durch 2. Das heißt auf 4 mm. Ich habe aber vergessen, das Minuszeichen davor zu machen. Wir wollen ja vorne anfangen. Das machen wir einfach ein Minus hin. Gucken, ob er das jetzt macht. Ja, macht er einwandfrei. Dann bemaßen wir halt dieses Maß hier noch. Das wird dann, du meinst direkt minus aaa.rasterxy mal Klammer auf ay minus 1 geteilt durch 2. Auch minus 4 und da besitzt das Ding. Jetzt kann man sich das hier ein bisschen schön ziehen. Der kommt bitte dahin. Der dahin. Kann man den noch schön hier hinzeichnen. Und damit ist die Zeichnung fertig. Aus diesem Teil machen wir jetzt eine Erhebung, also wieder eine Aufpolsterung. Und zwar, das ist dann das haben wir genannt H1, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und fertig ist die Laube. Gut, der wird jetzt durch. Wir müssen das erstmal beenden hier. Okay, dann können wir dieses Pad hier selektieren und eine Mehrfachtransformation erzeugen. Das ist dieses Symbol hier. Und wir machen erstmal ein lineares Muster und die horizontale Skizzenachse ist richtig. Der Wert hier, wie weit wird das bewegt, das ist und Raster xy mal x und die das ist nämlich falsch, also auch da müssen wir wieder mit Klammer auf minus 1 arbeiten. So, schon sieht das richtig aus. Hier noch die richtige Anzahl auswählen Punkt ax. Erste Multiplikation, lineares Muster ist erstellt. Dann erzeugen wir ein weiteres lineares Muster. Das wird dann die vertikale Skizzenachse. Auch da. Punkt Raster xy mal Klammer auf. Ay minus 1. Sieht schon richtig aus. Wichtig ist nur hier das dann auch einzufügen. AY. Und da haben wir den Stein oben schon fertig. Jetzt machen wir hier unten weiter. Und zwar hier soll reingeschnitten werden. Und da kann ich jetzt nicht einfach die Fläche selektieren, weil wenn sich hier oben was ändert, dann ändert sich die Flächenbezeichnung und schon ist das Modell nicht mehr nutzbar. Wir müssen also eine Datum Plane konstruieren, die hier auf der XY-Achse liegt. Dafür mache ich die XY-Ebene einmal sichtbar. Ich muss eben die Funktion hier noch beenden. Okay. So, ich kann. Das hat er jetzt nicht gemacht. So, wir wollen das sichtbar machen. Und zwar möchte ich. Die brauche ich nicht, nur die möchte ich sichtbar haben. Und ich selektiere die XY-Ebene, drücke hier auf Datum Plane. Eine Datum Plane wird erzeugt. Ich muss die auch gar nicht weiter verschieben. Ich kann einfach OK klicken und fertig ist die Bezugsebene, heißt ja auf Deutsch. So, dann die selektieren, eine Zeichnung erzeugen. Hier mache ich jetzt Folgendes, dass ich die Zeichnung kurz beende.
Und wir stellen das hier eben um auf Drahtmodell und schließen. Und jetzt kann ich wieder in die Zeichnung reingehen, kann hier reinzeichnen und schaue von oben da drauf. Ich erzeuge ein Rechteck. Und das machen wir wieder mit der Symmetrie. Und dann haben wir, na, wo war das? Symmetrie, ach da. Symmetrie. Das dazu symmetrisch. Dann die Maße. Also, wie groß wird das Ding? Das wird Raster XY mal AAA.AX minus A.Dicke. Das aber mal 2, weil wir rechts und links eine Materialdicke haben. Das heißt 14 statt 16, also links und rechts jeweils 1 mm. Okay, und dasselbe machen wir hier auch. Das ist auch wieder AAA.RasterXY mal AAA.AY minus 2 mal die Dicke. Das hatte ich jetzt im Moment derselbe Wert. Und die Zeichnung ist fertig. Schließen das Ganze. Und jetzt muss man da reinfräsen. Die Datum Plane lasse ich jetzt erstmal noch aktiv, weil die brauche ich gleich nochmal. So, wir machen eine Vertiefung. Und dann sieht man hier, sieht nicht so recht aus, also gehen wir auf umgekehrt und dann sieht man, ja, so ist das richtig und die Tiefe, das ist und das ist die T1. Neun Millimeter da rein. So, jetzt können wir, muss noch eine Zeichnung generiert werden. Die soll auch auf dieser Fläche hier liegen. Haben wir alles beendet? Ja, wir machen eine Skizze. Und da zeichnen wir jetzt wieder einen Kreis. Diesmal sind es aber zwei. Ein Kreis und der zweite, der wird konzentrisch dazu ein bisschen größer. So, der hier, der kriegt den Durchmesser D2, die 6 mm. Und dieser Kreis, der kriegt den Durchmesser D1. So, jetzt müssen die noch richtig platziert werden. Wieder genau wie vorhin gehabt. Das heißt, das ist wieder ins Negative, also minus Raster XY mal Klammer auf AX minus 1 und das müsste eigentlich gewesen sein. Minus 8. Ne, die durch 2 fehlen da. Okay. Geteilt durch 2. So, das sind minus 4. Der kommt dahin. Der zu dem. Ist Raster XY mal AY minus 1 geteilt durch 2. Und okay, da habe ich aber vergessen das Minuszeichen oder habe ich das nicht vergessen? Schauen wir mal. Da habe ich das Minuszeichen davor vergessen. Das heißt, der soll noch ein Minuszeichen davor bekommen. Schwupp. So, jetzt sieht es korrekt aus. Jetzt kann man sich das auch hier ein bisschen noch zurechtrücken. Da haben wir also da die 4,8 und da die 6 mm. Okay, soll es gewesen sein. Was mache ich da jetzt? Das wird wieder eine Aufpolsterung und die wird
9 mm hoch. Man kann jetzt zur Sicherheit da vielleicht 0,1 oder 0,01 hinzuaddieren. Habe ich aber vorhin festgestellt, ist nicht notwendig. Deswegen machen wir's, lassen wir es auch erstmal weg. Kann man immer noch nachholen. So, das geht jetzt da so rein. Jetzt kann man die Datum Plane ausblenden und dann gucken wir mal. Das müssen wir erstmal hier beenden. So, Darstellung, Flatlines. Schließen und den bitte auch. Flatlines und schließen. So sieht der Stein jetzt von unten aus. Jetzt kann man hier dieses Pad auch entsprechend in einer Mehrfachtransformation bewegen. Und da wiederum, wie vorhin auch gehabt, rechte Maustaste, lineares Muster. Und das erste lineare Muster, horizontale Skizzenachse. Wie lang? Raster XY mal. Klammer auf. X minus 1. Und das hier dann bitte auch. AA.AX. Erste Transformation, dann lineares Muster. Da haben wir das nächste horizontal. Stimmt? Nee, stimmt nicht. Das wird jetzt die vertikale Skizzenachse. Und da auch Raster XY mal Klammer auf. Y minus 1. Und den Wert nun hier bitte auch auf AY setzen und OK. Und da ist der Stein fertig. So, jetzt haben wir diesen Stein hier mit den Parametern erzeugt. Und zwar AX und AY, die geben an, wie viel von diesen Nippis es geben soll, wie groß der Stein also ist. Also jetzt machen wir mal der häufigst gebräuchliche Stein, in diesem Fall war glaube ich der 3x2er. Wir ändern es ab und schon haben wir einen 3x2er Stein. Unten auch diese entsprechende Sache. Und jetzt sagt man, okay, ich möchte ein 10. Jetzt rechnen wir erstmal, das dauert jetzt schon ein bisschen länger. Dann haben wir einen 10x2er und da möchte ich bitte 8 haben. Jetzt muss man noch ein bisschen länger warten. Weil er muss halt jetzt 80 von diesen Nüppis und von diesen Aushöhlungen unten, von diesen Röhrchen da generieren. Man sieht dann auch, dass der Prozessor da nur einen Kern benutzt oder sogar nur einen Thread. Geht so wie ich, oh, ist aber schon fertig. So, wenn man sich das jetzt unten anschaut, dann sieht das so aus. Das kann man jetzt einfach exportieren. Das heißt, man selektiert das oder den Stein hier oben, drückt auf Steuerung E und das nennen wir jetzt mal Stein, was habe ich da, 10x8 und ich starte mal gerade Cura, bisschen warten. Okay, da können wir Steuerung O eine Datei laden, Stein 10x8 öffnen. Da ist der. Das ist jetzt im normalen Rasterabstand. Da kann man jetzt sagen, okay, diese Steine, die gibt es auch in einer doppelt so großen Ausführung. Da gehen wir hier auf Scale, machen daraus 200 und dann haben wir es halt entsprechend groß. Man sieht jetzt 160 mal 128 ist das. Und dann können wir es einfach slicen.
und sehen hier, das Ganze würde 7,5 Stunden drucken. Kann man sich im Preview anschauen, wie schaut es aus. Da ist das Preview. Ich fahre mal hier runter. Und dann kann man hier sehen, wie es aufgebaut wird und wie oben dann die Nippis drauf gedruckt werden. Okay, das soll zu diesem Tutorial gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen weitergeholfen. Jetzt nicht so sehr bei den Steinen, sondern bei Projekten mit Parametern, mit parametrischer Konstruktion. Eine Sache muss ich hier noch sagen in FreeCAD, und zwar, man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass ich hier bei 10 einen Wert wie 1 eintrage und dann kriege ich einen Stein, der nur eine Breite hat. Und schon sieht man hier, das klappt nicht. Diese Multitransfer oder die linearen Transformationen lassen leider keine Transformationen zu, die nur ein Element haben. Ist leider so. Bisher ist mir da auch noch keine Lösung für eingefallen. Das heißt, dafür müsste man gegebenenfalls spezielle oder weitere Dateien erzeugen, die dann nur mit einem Stein in einer Breite arbeiten. Und dann könnte man zum Beispiel eine Breite und das andere dann parametrisch machen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann viel Spaß beim Freecannen und beim 3D-Drucken. Tschüss!